Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Blatt Grün Nuzlocke zusammen mit Miri. Hallo, ich bin Miri. Hi Miri. Lauli ist heute leider nicht mit dabei. Ja. Falls ihr euch wundert, warum ihr Balui nicht hört, ich habe ihn gemutet, weil er gerade am Anfang in die Anmod reinlaufen wollte. Das bedeutet, wir werden jetzt eine komplette Folge lang Lauli nicht hören. Das ist richtig nice. Bis. Okay, Miri hat das letzte Mal die Stadt hier erreicht. Blaudi war davor auch kurz am Spielen. Er hat unser Superfischi weggegeben, was ich ihm natürlich nicht vergeben kann. Und er hat eine Katze gefangen, die sich Item Deluxe nennt. Oder war das Miri? Ich weiß es nicht. Ich war das nicht. Ja, das war ich. Aha, okay. Also war es Miri. Aber es ist doch richtig. Ist auf jeden Fall besser als... Naja. Ganz, ganz dünnes Eis hier, ne? Alte CDU-Wählerratte, du. Also, wir haben heute festgestellt, wir waren jetzt schon alle wählen, außer und Katze hat CDU gewählt. Ja, deswegen müsst ihr dem Video jetzt alle ein Dislike da lassen. CDU gewählt. Genau. Warum will ich heilen? What the fuck? Was? Nicht gerade erst noch drin? Ja, ich bin gerade etwas verwirrt. Er wollte gerade nochmal wählen gehen, das ist nicht der Wahlomat. Ich würde super gerne trainieren, wenn ich ehrlich bin, weil wir werden auf der MSN 100% auf die Schnauze kriegen. Das Problem ist, die Sachen, die wir trainieren könnten, sind ein bisschen schwierig für uns zu trainieren. Also in der Dicta-Höhle können wir super einfach trainieren, meiner Meinung nach. Aber das Pokémon, das ich trainieren will, ist noch nicht da. Deswegen müssen wir ganz weit zurücklaufen das und das Pokémon holen. Das Problem ist, in der Dicta-Höhle, dass Dicta die Fähigkeit haben, dass du das Pokémon nicht wechseln kannst, ja? Okay. Das heißt, du kannst kein schwaches Pokémon nach vorne stellen. Okay, dann trainieren wir nur unser Bisasam auf Level 30, sag ich mal. Ja. Und wir dürfen noch ein Dicta fangen. Vielleicht ist das erst ja ein Diktri, das wäre doch schön. Das wäre ein Level 30er Diktri, ne? Ja, cool. Das können wir allgemein wirklich sehr, sehr gut gebrauchen. Oh, schön, 84. Dann können wir es Sandan rauswerfen. Doch, gib mal richtig Geld, ey, richtig. Was haben die geschrieben? Ab wann würde Sandan erst eine Bodenattacke lernen? Level 3000. Level 3000? Ja, nee, irgendwie Level, so was war das, 47 oder sowas? Irgendwie so richtig ich glaube, erst 45 am anderen Ende. 45, warte kurz. Moment, ich muss da ganz kurz... Ah, das war richtig. Irgendjemand war am Schlafen. Guten Morgen. Also ich weiß, dass Schaufler ja auch ein Bodenmove ist, ne? Ja, den können wir noch erlernen. Aber den können wir nur ein einziges Mal erlernen. Und die Frage ist halt, ob wir ein anderes Bogen-Pokémon später besser spielen wollen. Bogen? Kann das schießen mit Pfeil und Bogen? Ja, Bogen-Pokémon. Kennst du es nicht? Ein Bogen-Pokémon. Da ist ein Dicta und das ist unser erstes und es ist Level 15. Ey, Dicta! Dicta, ich hab dich vermisst. Okay, wir haben ein Problem. Warum hast du Abra nach vorne gesetzt, wenn jetzt Abra stirbt? Ja, wir können nicht fliehen. Das ist ich interessant. Hab dir das gesagt, hast du, ich habe das. Du manchmal ja, ich dachte eigentlich bin. Ehrlich gesagt, dass ich das vorgetan habe. Ja, geil. Was hast du jetzt? Und du kannst nicht wechseln oder was? Abra. Jetzt können wir wirklich nur fangen, sonst haben wir überhaupt keine Chance. Wir müssen es fangen, sonst ist Abra tot. Oh Mann! Oh nein! Nein! Oh, das Abra war so schwer zu fangen! Ich hatte doch halt echt, ich hab das Pokémon nach vorne ein getan! Trottel. Oh, wir haben halt gar keine. Wir haben, nein! Wenn Abra stirbt, dann höre ich auf, dann spiel ich nicht mehr. Oh, Katze! Ich war mir eigentlich gerade sicher, ich hätte Bisa. Hab ich gerade nicht Bisa Knosp nach vorne getan, wo du das gesagt hast? Hatte ich doch kurz davor nach vorne getan, oder nicht? Ja, okay. Oh. Glück im Unglück, ey. Du Lappen! Oh Mann, ey. Nennen wir ihn. Das ist der Inbegriff einer Nuzlocke. Das war knapp. Ja, Knappi nennen wir ihn. Knappi. Es ist nie vergessen, was wir da getan haben. Knappi, das kleine Dicta-Deal. Ja, Knappi. Ja. Ist doch nice. Okay, dann lasst uns mal, bevor wir noch einen Schritt machen, mal ganz kurz das Pokémon nach vorne nehmen, das wir eigentlich nach vorne nehmen sollten. Aber es hat nicht ein einziges Mal einen auf die Fresse bekommen. Das ist schon krass. Dicta war sehr nett. Ja, Dicta hat sich erst Sandwirbel, dann Rutenschlag, ne? Ja. Oh, das ist 18. Wir haben echt das schlechteste Dicta in der Höhle gefangen. Ja. Oh, schön. Wir sind in der Höhle nur Dictas drin. Ja, nee, auch Dictris. Toll. Oh, Leute, und wir kriegen es nicht One-Hit?
Glaubst du, warum das der Dickda-Tunnel ist? Oh nein! Da gräbt es sich ein. Wie stark ist denn ein Ding gegen uns? Na, wird's jetzt gleich raus, würde ich sagen. Normal Schaufler effektiv, ist schon... weil du ja Gift bist. Ja, okay. Ah, okay. Ist ja gut. Wie viel EP gibt uns ein Dickda? 200 EP ist eigentlich viel. Für ein wildes Pokémon? Ich will gar nicht so weit in die Höhle reinrennen. Ja, ich laufe doch gerade zurück. Da ist das Ding. Well, shit. Günther. Okay, wir können nicht fliehen. Wir sind nicht schneller. Naja, ach nein, Diktri ist schnell. Oh ja, Diktri, yes. Natürlich. Ich muss direkt versuchen, es zu nuken. Sonst ist Günther tot. Du kannst wir kommen nicht fliehen. Weg. Nicht alle haben Ausweglosigkeit. Oh, Günther hat getroffen mit Rasierblatt, unglaublich. Okay, wir müssen fliehen. Aber wenn wir jetzt nicht Frank schaffen... einsetzen, ne? Wenn ein Crit kommt, sind wir weg, gell? Ja. Die Höhle ist ja die Hölle! Super wir haben Drang, noch einen einzigen unten. Drang. Weiter unten! Oh. Ach, da! Ich hab doch Supertränke gekauft. Oh, Mann! Sag mir bitte, wer... Oh, Sandkrank oh, ja. Könnte schlecht sein. Das war's jetzt sowieso okay. Mit fliehen. Jetzt kannst du nicht, oh nein. Okay. Nein! Okay, damit sind wir tot. Das kriegen wir nicht hin. Das kriegen wir nicht getankt. Wir können versuch auch. Versuch nochmal zu fliehen. Vielleicht geht's. Ich. Jetzt eh nichts machen. Oh, funktioniert Sandgraben im Flucht? Flucht unmöglich. Oh, es geht nicht wegen dem Sandgrab. Okay. Egelsamen, mach Egelsamen. Dann mach doch einen Ranghieb, der trifft doch mit höherer Wahrscheinlichkeit. Ja. Klar, das darf uns doch nicht critten, ey. Nein! Wow! Oh, verdammt! Das darf doch nicht wahr sein. Du hast noch einen Supertrank, Katze? Ja, ich glaube, wir verlieren Günther. Es gibt's doch nicht. Die Höhle ist nicht gut. Ich dachte halt so easy, der nukt alles weg. Oh nein! Jetzt hör doch auf damit, Diktri! Wie lange hält Sandgrab an? Jetzt kannst du eine Chance. Ja! Ja! Raus aus der scheiß Höhle, Alter. Ich bewege mich keinen Zentimeter mehr, Alter. Teleport. Hier nicht einsetzbar. Die Dickda halten dich fest. Oh, da renne ich nicht mal, weil Rennen erhöht die Chance, dass du einen Encounter bekommst. Alter. Doch, Rennen erhöht die Chance, dass du einen Encounter bekommst. Ja, weil du schneller vorankommst und damit schneller mehr Felder in einer kürzeren Zeit zurücklegst. Alter Schwede. Und wenn du A drückst, wenn du den Pokéball wirfst und der gerade zugeht, dann ist die Chance auch höher, dass ja, du genau. So die alten Mythen sind am Start. Alter Schwede! Das war... Wir können die Folge auch... Levelst du lieber woanders. Genug. Ich soll sie woanders leveln? Das ist eine gute Idee. Wie wär's mit rechts? Nee, rechts ist auch scheiße. Vielleicht oben nochmal. Bis die alle... Rechts war zu stark, oder was? Rechts war auch Level 20. Level 25? Ich hab doch da... Das war doch scheiße. Ich war da ja drin und dann war's kacke. Ich meine, kann er nicht... Nee, der Trainer hier war super stark, aber du warst, glaub ich, nicht im richtig. Gras, oder? Nee. Haben wir hier überhaupt schon Pokémon gefangen? Ich glaub nicht. Denke auch weil nicht. Weil ich direkt wieder gegangen bin. Haben wir Habitak schon? Nee, haben wir nicht. Weiß nicht, was wir da gefangen haben. Aber Ich glaube, wir haben nichts gefangen. Ich habe nur gegen den Trainer gekämpft. Ein Ruckzuckhieb macht das nicht kaputt, oder? Nee. Das wäre seltsam. Aber knapp genug war es, ey. Ja, aber es hat es nicht kaputt gemacht. Das ist sehr nett von ihm. Mir ist gerade nur fast ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht. Der Tag, an dem Günther fast gestorben wäre. Nicht nur Günther. Alle. Die Höhle war ja die Hölle. Der Tag, an dem Myrafrau und Günther fast gestorben wären. Oh Mann. Sowas will ich nicht nochmal erleben, klar? Warum ist denn das Spiel so schwer? Ich dachte, die ganze Spiele alles voll leicht in Erinnerung. Die alten Spiele waren schwerer als die neuen. Ja, also das Remake hier ist leichter als die blaue und die rote. Was? Ja, ist wirklich so. Das Remake hier ist leichter als die blaue oder die rote es damals war. Die haben ja die ganzen Arena-Leiter genervt. Ja. Waren echt noch stärker. Okay. Das war wirklich schwierig eigentlich, das Game. Das hier ist ja jetzt schwierig wegen der Nuzlocke, weil wenn das Pokémon weg ist, ist es weg. Ja, wenn es weg ist, ist es weg.
Du hast du 3-4 Anläufe gebraucht. Also selbst mit einem guten Full-Team hast du theoretisch für die Pokémon-Liga keinen Garant gehabt, dass du durchkommst. Welche Pokémon müssen wir denn gerade theoretisch trainieren? Level 16 hat sich das entwickelt, ne? Kann es dann auch schon eine Fähigkeit? Es müsste theoretisch direkt Psystrahl lernen, wenn ich mich nicht täusche. Das wird krass. Wird es das wirklich? Jo, wie's Maut. Ja, ein Kadabra ist relativ stark und ein Alakazam ist natürlich noch stärker. Ja, dass wir da nicht drüber reden müssen, klar, aber... Ein Kratzer. Können wir Günther mit weiter hochziehen. Ja, das würde ich jetzt eher mal leveln vor der Elektro-Arena. Ja. Komm, zeig mir, dass du auch Rasierblätter triffst. Günther, du schaffst das! Okay, das kriegt er auf jeden Fall hin. Mirabra, hey, Level 15. Schön. Und Günther bekommt auch noch 69 EP. Yay. Die 200 EP, die so ein Dick da gegeben hat, waren schon geil. Das Problem ist nur, dass das viel zu gefährlich ist, da unten zu trainieren. Ja, Dick da sind gefährlich. Ich hatte das halt so eingeschätzt, so easy, du gehst rein, du nukst die alle weg. Mhm. Aber ja, wenn du den Dick-Tree kriegst, dann eher wohl nicht so. Ja, das Dick-Tree ist zum einen, das hat eine super geringe Encounter-Chance auch übrigens, ne? Also, dass wir das jetzt gerade gekriegt haben, in der gleichen, als zweiten Gegner hätten wir auch den genauso gut im Verdania-Wald einen Pikachu kriegen können. Das hat ungefähr die gleiche Höhe, glaub. Wow. Das war also Pech? Das war richtig Pech, dass wir das Viech gekriegt haben. Oder deine Unfähigkeit. Das war deine Unfähigkeit und Pech. Unfähigkeit. Ja, Katzenunfähigkeit. Katze ist immer unfähig. Ich finde interessant, dass wir jetzt einen Nidoran männlich haben. Nidoman! Nidoman! Nein, Nidoman. Ich bin auch froh, dass der so umbenannt wurde. Das ist viel schöner als Nidoran. Nidoman ist viel cooler. Der vor, du hast Nidoking und das heißt Nidoman. Ich glaube, wenn ich das nochmal fange in irgendeinem Spiel, nenne ich das immer so. Nidoman! Ja, das heißt auch sofort immer Nidoman. Ey, das ist ein Tauboss. Ja, nah dran. Oh, vielleicht nicht der beste Weg, da zu wechseln. Günther war jetzt nicht so optimal. Nein, das war jetzt gerade aus. Okay, ich wechsle gleich nochmal nach. Sag mal, würde ich sagen. Kannst du dich auch mal konzentrieren, oder? Du, jetzt kämpfe ich gleich mit ihm weiter, wenn du hier muckst. Ja, ich weiß nicht, was du nehmen hast. Die CDU-Wahl hat die anscheinend wirklich. Die hat mich richtig verwirrt, ey. Ja. Da auf dem Wahlzettel. Ich wusste gar nicht, wo die ist, weißt du? Ich hab gefunden? Die auch nicht gefunden. Ne? Ja. Bei den 50 Parteien. Wir hatten heute aber, wir hatten alles, ne? Wir hatten Kreiswahl, Kommunalwahl und Dingwahl. Das bedeutet, du hast überall ich hatte, CDU gewählt? Gemeindewahl ging nicht, weil da konnte man nur 26 Stimmen abgeben und wir hatten 27 CDU-Mitglieder, die aufgestellt waren. Deswegen. Okay. Es ist interessant, wie die Parteien auf dem Wahlzettel angeordnet sind, ne? Oder hat das nach deren Relevanz in der letzten Wahl zu tun? Wonach sortieren die? Ich habe nämlich noch nie erlebt, dass sowas wie eine Tierschutzpartei an erster Stelle steht oben. Ich glaube, das liegt daran, wie viele Mitglieder sie in dem Wahlbezirk haben, oder? Der EU-Wahlbezirk? Also du meinst, deswegen steht CDU an erster Stelle, weil sie... Na, CDU ist Regierungspartei momentan. Deswegen stehen die eh an erster Stelle. Ich würde sagen, das liegt daran, ja. Toll. Das heißt, wenn Leute da hingehen, die sagen, ich will eh immer nur das, was am Platz 1 steht, so wie manche Leute, die Bayern-Fan sind. Damit meine Partei auf jeden Fall gewinnt. Genau. Ja, meine Partei hat wieder gewonnen. Es ist allgemein mal interessant. Vielleicht weiß das ja jemand in den Kommentaren. Na, wovon ist es abhängig, wo die Parteien stehen auf dem Stimmwahlzettel? Wäre doch nur fair, wenn man das random losen würde. An und für sich die CDU auf einmal irgendwo suchen. Platz 51. Ja, und manche Leute kriegen den Zettel nicht so weit aufgewaltert. Das ist schon ein Vorteil, dass du weiter oben stehst. Ein ziemlich unfairer Vorteil, wenn du mich fragst. Ja. Also, woran ich glaube, wenn ich die Reihenfolge richtig im Kopf habe, war das CDU, SPD und dann schon, und dann kommt, glaube ich, die Linke, FDP, AfD ist auch sehr weit oben. Grüne ist sehr weit oben. Ja. Oder sind da alle Parteien aufgelistet oben, die schon momentan drin sind in dem Parlament? Ich sag ja, wahrscheinlich vom Einfluss oder so.
Mir jetzt ehrlich gesagt echt unsicher, was das angeht. Es wird dann einen gescheiten Weg geben, dass man bei der Wahl keinen Vorteil hat. Aber welcher ist das? Sag mal, wir haben vorhin die ganze Zeit Mautis bekommen, da konnten wir Bisagnost mit trainieren. Was ist denn jetzt? Ah, danke. Da ist es doch, muss man nur fragen. Das sind ja eh alles die besseren Katzen, deswegen. Ja. Die armen Mautis tun mir so leid. Weil sie haben niemandem was getan, aber sie werden halt von anderen Leuten so in den Himmel gelobt, dass ich echt leider verpflichtet bin, zu essen. Du verstehst da was falsch. Nicht die werden in den Himmel gelobt, du wirst nur degradiert. Die sind einfach nur besser als wer nicht. Ja. Ja, nee, das ist keine Option für mich. Alter, Günther, könntest du vielleicht dein Level-Up langsam mal zusammen haben? Wie wär's? Oh, Mann, ey. Oh, Mann. Also, ich mach das Level aber auf jeden Fall noch durch. Ich hätte es fast wieder Günther genommen. Einfach aus Trotz, aber das ist ein Level 16er Taubsi. Oh, jetzt Ruckzuckhieb nicht. Hier ist ein Ruckzuckhieb zurück, Alter. Ruckzuckhieb. Es sandwirbelt mich, Alter. Jetzt kriegst du wieder einen Ruckzuckhieb hier. Arme Ding. Ja, Mirabra. Level 16. Jetzt hoffen wir mal, dass die Informationen von... Ja! Die Informationen haben gestimmt, die Miri gab. Jetzt kriegen wir einen Kadabra mit Psystrahl. Haben wir dadurch jetzt nicht automatisch auch jemanden, der stark gegen hier Typ einfügen, der richtig wäre? Ja, genau der. Ja. Mirabla erlernt Konfusion. Und er kann endlich was. Yes. Ja, aber er kann leider nicht den Psystrahl, den ich dachte. Aber das ist trotzdem vollkommen. Aber Konfusion ist ja auch nicht scheiße. Ich wollte gerade sagen, was beschwert der sich denn schon 50, wieder? 50-10. Pupsi könnte auch Gegner wird auch eventuell Konfusion. Verliert. Ja, aber Pupsi ist tot. Ist Pupsi tot? Und wegen tot? Wem? Nein. Pupsi ist in auf der Box, ne? Axeline ist tot, oder nicht? Ja, Axeline ist tot. Ich finde gut, dass Blauli direkt so und Blau. Genau. Ich habe schon vergessen, wer gestorben ist. Ich bin Blauli gestorben. Hallo, ihr habt das behauptet. Ich bin immer für meine. So, liebe Pokémon Leute von heute, schaut gerne bei den anderen Leuten vorbei. Schaut gerne in die Videobeschreibung, das ist die Playlist vom kompletten Projekt. Morgen kommt eine nächste Folge bei Blauli. Gestern kam eine bei Miri. Schaut auf jeden Fall bei den Leuten vorbei. Wir sehen uns, macht's gut und bis dahin erstmal ciao. Und bleibt schön feurig. Throw your canes up.